Herzlich willkommen in Unterkrumbach, direkt neben Eisbruck, im Nürnberger Land, wie Sie nicht sagen. Es ist uns durchaus bewusst, dass Freibier und Fischers-Helene vielleicht mehr Gäste angelockt hätten, aber wir haben uns für einen inhaltsvollen Vortrag statt der eher volkstümlicher Musik entschieden. Inhalt vor Form. Also für den Germanisten, Publizisten, Journalisten und Buchautor Ulrich Grober, an dessen Form wir übrigens nichts auszusetzen haben, nicht, dass es missverstanden wird. Und wir haben uns für ihn entschieden, weil sein Thema Nachhaltigkeit für uns selbst, aber auch für ganz viele unserer Kunden ein ganz entscheidender Faktor des Lebens, aber auch des Kaufens ist, wenn auch leider nicht alle diese Kunden heute hier sein können. Speziell für die, die uns angerufen haben und sich entschuldigten, das gibt es wirklich bei uns, also die rufen an, wir wären wahnsinnig gern gekommen, aber es klappt nicht, zeichnen wir diese Lesung übrigens auf. Sollten Sie also heimlich mit dem falschen Mann oder der falschen Frau hier sein, die Kameras befinden sich hier und schlimmstenfalls finden Sie unter dem Sitz Kapuzenpullis. Oder Sie fragen unser heutiges Begleitpersonal. Ich freue mich riesig auf Ulrich Grober, denn dessen Buch Die Entdeckung der Nachhaltigkeit habe ich aufmerksam durchgearbeitet. Es gilt in der Zwischenzeit als das Standardwerk zu diesem Thema. Kurze Zeit später durfte ich dann im November 2011 zusammen mit Rainer Wölfel eine Lesung in Erlangen besuchen und ihn dabei eben selbst auch kennenlernen. Und zwar nicht nur in der Diskussion, auch beim anschließenden gemeinsamen Essen, das hat immer was mit Essen zu tun, beantwortete er unsere Fragen geduldig und hatte damit einen großen Einfluss auf die Kommunikation, nicht aber auf die Tätigkeit der Möbelmacher, denn unser eigentliches Tun der regionalen Waldschöpfungskette stand nie zur Diskussion. Es ging allein um die Frage, ob wir das Wort Nachhaltigkeit trotz des inflationären Gebrauchs weiter verwenden sollen oder ob wir es Politikern, Werbefuzis oder anderen Demagogen kampflos überlassen. Ulrich Grober warb für die konsequente Verteidigung des Begriffs durch die, die ihn mit echtem Leben erfüllen. Und dabei hat die Holzbranche, auf jeden Fall die Massivholzbranche, ja einiges zu bieten. Jedenfalls sind wir seitdem in regen und regelmäßigen Kontakt. Und deswegen habe ich Ihnen sogar schon vor dem Erscheinen dieses Buchs, ich durfte ein paar Kapitel schon vorab als PDF-Datei lesen, zur Lesung eingeladen, in der Hoffnung, dass sich die fränkische Nachhaltigkeitsszene hier in Unterkrumbach versammelt. Trotz Grobers zahlreicher musikalischer Bezüge von den Doors, Jefferson Airplane, R.E.M. oder Marianne Faithfull mit der traurigen Ballade vom Selbstmord von Lucy Jordan, ist er kein Musiker, er wird wohl auch nicht singen. Versprochen? Ich erspare ihn. Aber er hatte und hat schon immer ein offenes Ohr für die gesellschaftlichen und vor allem auch für die sprachlichen Entwicklungen. Er hat sich 1968, übrigens genau 14 Jahre vor mir, zum Germanistikstudium eingeschrieben, aber er dürfte noch bei Theodor W. Adorno Vorlesungen lauschen und auch dessen Tod wird im Buch im Zeichen gesellschaftlicher Entwicklungen, in diesem Fall der Studentenbewegung, thematisiert. Aber uns Möbelmachern geht es um mehr als die reine Diskussion über die Begrifflichkeit der Nachhaltigkeit. Wir wollen als Firma nicht nur in der Küche oder in der Möbelproduktion verantwortungsvoll handeln, sondern auch unser Umfeld mit einbeziehen. Was logischerweise zum Thema Regionalität führt, dem auch im Buch ganz viele Seiten eingeräumt werden. Die Eisbrucker Alb hat sich dank der Pionierarbeit des Naturschutzzentrums Wengleinparks und dessen Geschäftsführer Rainer Wölfel als Vorreiter entwickelt, denn hier in dieser Halle ist 1998 der erste Tag der Regionen entstanden, damals noch unter dem Titel Regional genießen, aber es war der absolut erste Verkehrsstau, den Untergrumbach jemals erlebt hat. Aus diesem regionalen Engagement hat sich später die Beweidung von Kühen unserer einzigartigen Hutanger, also auf den ehemaligen Almendeflächen entwickelt, und dessen kulinarisches Ergebnis können Sie heute nachher in Form eines Bullen genießen, zubereitet von der Spitzenköchin und langjährigen Freundin Diana Burke, die in der Pause ihre Köstlichkeiten oben in der Ausstellung wieder anbieten wird. Die Geschichte von dem Bullen müssen Sie sich vom Rainer dann selbst mal erzählen lassen, vielleicht oben in der Pause. Diana ist auch Slowfood-Mitglied und Ulrich Grober beschäftigt sich nicht nur mit den Almendeflächen und Gemeingut,
sondern erklärt auch den Konvivialismus in einer Form, die wir uns im Jahr 1997 bei der Gründung des ersten Slow-Food-Konviviums in Nürnberg nicht vorstellen konnten. Denn die Ortsgruppen von Slow-Food heißen tatsächlich Konvivium und Grobers gefürchteten semantischen Tiefenbohrungen erklären diesen Begriff sehr ausführlich. Und sie erklären ihn als Kunst des friedlichen Zusammenlebens, was ich mir auch für heute Abend wünsche. Sollten wir schauen. Für die Slow-Food-Förderin und Fernsehköchin im Bayerischen Rundfunk, Jana Bürtel, dürften wir ihre erste Kochshow im Jahr 2003 moderieren. Seitdem haben wir unter dem Titel kocheinrichtung.de schon einige eigene Kochsendungen gedreht und war auch jemand da, der gesagt hat, er hat schon vieles nachgekocht. Thomas, genau, ja. Schon einige Sachen nachgekocht aus dieser Sendung. Und wir gratulieren ihr ganz herzlich zum 10-jährigen Jubiläum, denn das Wirtshaus ist jetzt schon 10 Jahre alt geworden. Die kulinarische Karriere betrachten wir sehr optimistisch. Neben dem Rind von Hutanger, das man natürlich auch kaufen soll, wenn es verfügbar ist, dazu sollte man idealerweise Hutanger-Pate oder eben Kuhpate werden, empfehlen wir dann auch das vorbildlich gehaltene Weideschwein aus Lieritzhofen von meinem Schulfreund Thomas Schwab vom Schwabhof, von dem Sie, wenn Sie Interesse daran haben, heute auch ein paar Koteletts mitnehmen können. Da ist nämlich das Schwein auch für unseren Kochworkshop oben schon vorbereitet. Das alles verarbeiten wir morgen von 10 bis 15 Uhr in diesem Kochworkshop und parallel dazu ist morgen und übermorgen auch der Tag der offenen Tür. Sie können also unsere Küchenfertigung live beobachten, genau da, wo Sie sitzen. Also genau da wird gleich morgen früh wieder weitergearbeitet. Und oben in der Ausstellung die Polstermöbel, die Matratzen und natürlich auch die Massivholzmöbel in der Ausstellung testen. Nur noch heute können Sie den Büchertisch von Martin Lösch leer kaufen. Und wir bedanken uns natürlich bei der Stadt Hersbruck für die Stühle, auf denen Sie sitzen. Wir freuen uns auch, dass der stellvertretende Landrat Reh uns besucht. Vielleicht kann er sich ja dann nachher nochmal mit dem Blick aus unserer Ausstellung davon überzeugen, dass eine Plastikfolienfirma mit 100 Meter Länge, 30 Meter Breite und 16 Meter Höhe zwischen dem Möbelmachergrundstück und dem Sittendach, also in dieser Richtung, keine besonders geniale Idee ist. Zum Vergleich, der Hahn bei uns am Möbelmachergiebel, das war ein Akku, finde ich wieder, der Hahn bei uns am Möbelmachergiebel ist auf 10 Meter Höhe. Und zum Schluss und als feierlichen Empfang für Ulrich Gruber möchte ich Sie die noch gerade im Moment ganz aktuell kursierenden E-Mails warnen. In denen können Sie 2 Freikarten zum Helene Fischer Konzert gewinnen und bitte klicken Sie unter keinen Umständen da drauf, denn die E-Mails sind echt. Herzlich willkommen.